Na gut, wir haben das ganze Rümpelkram hier abgeladen. Das heißt, runter da. Da waren wir zwar schon mal, aber wir sind gleich wieder umgedreht. Hier ist nämlich der Goromorg-Tempel. Und gleich ein Feuerelementar. Nimm das. Autsch. Komm her. Ah, stimmt, hier konnte man die Wandbehänge... Wie heißen die? Wandteppiche? Wandvorhang? Die Dinger da halt, die kann man kaputt machen. Aber ich glaube, das hat nur ein, zwei Secret beinhaltet. Müssen wir mal gucken. Können ja einfach aus Prinzip alle davon einfach mal weghauen. Dauert ja nicht lang. Warum treffe ich nicht? Komm her. Na also, was für ein Amulett haben wir eigentlich an? Erfahrungspunkte, sehr schön. Denn wir wollen ja möglichst schnell noch zwei Level machen. Oh, das nächste ist ganz nah dran. Schön, schön. Aber bevor wir weiter reingehen, erstmal hier alle Wände checken. Das will ich mir gar nicht erst angewöhnen, dass ich vorstürme, wo Engel walten oder so ähnlich. Nee. Ich glaube, es war Engel weichen. Egal. Fackel da rein. Ich höre keinen Stein auf Stein. Aber warum ist da eine leere Fackelhalterung? Hier war eine Fackel drin. Da hinten nicht. Hm, okay. Zack. Kein Schalter, kein Schalter. Nix, nix, nix. Also bisher, abgesehen von dem Feuerelementar, eine recht ruhige Ecke. Haha. Na toll, was zu essen. Also ja, eine recht ruhige Ecke, aber ich glaube, das gehörte mit zu dem Spannungsbogen. Aber wenn ich mich recht erinnere, kommen gleich zum ersten Mal die Mönche. Aber das habe ich ja schon zweimal gedacht, glaube ich. Aber der Auftritt von ihm ist echt cool, wenn man ihn zum ersten Mal sieht. Und dann da panisch gegen anschlägt und zaubert und nichts passiert. So. Oh, was hast du denn dabei? Ein Ornate Key. Holy Scriptures, also heilige Schriften. Ach ja. Das ist nur Hintergrundwissen, das könnt ihr beim ersten Playthrough nachgucken. Und hier war eine Zahlenkombination, mit der ich mich richtig lange rumgeplagt habe. Müssen wir mal gucken, ob ich das noch einigermaßen im Kopf habe, wo wir das jetzt einsetzen mussten. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. So, hier haben wir noch eine Fackel. Die nehmen wir mal mit und experimentieren nachher am Eingang ein bisschen weiter damit rum. Ah, der Checkered Room. Für den habe ich, glaube ich, auch eine ganze Folge gebraucht. Ich habe irgendwie angefangen, alle Felder zu markieren und so weiter, aber eigentlich war der Trick, glaube ich, nur, dass man... Also Checkered heißt, ein Feld ist schwarz, ein Feld ist weiß, ein Feld ist schwarz, ein Feld ist weiß und so weiter. Also man muss auf die richtigen Felder die richtigen Sachen legen. So, was steht hier? Dies ist der Checkered Room. Lass es dich nicht verarschen. Also, lose übersetzt. Oder lass dich nicht von ihm verarschen. Das heißt, wir legen jetzt einfach mal da und da und da. Genau so war das. Ich hätte gern einen davon. Das war jetzt ungeschickt. Also ich muss jetzt alle einmal umlegen. Weil sonst die Tür nicht aufgeht. Aber das ist ja schnell gemacht. So. Gleich wesentlich schneller. Und Schalter gucken nicht vergessen. Keine Schalter. Ich höre was Komisches. Sind sie das schon? Hallo? Mönchi, 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 Mönchi. Nö, jetzt höre ich, jetzt höre ich ein Feuerelementar. Das ist doch schon ein vertrauterer Feind. Genau hier hinter. Die Armory, also die Rüstkammer. Und
und Licht ist aus. Oh, im Dunkeln gegen Feuerelemental kämpfen ist cool. Ding. So. Aber die Rüstkammer wollen wir uns mal ordentlich angucken. Keine Energie mehr. Na gut, wir haben ein Iron Basket. Das brauchen wir nicht. Eine Ringmail brauchen wir auch nicht. Stinknormales Langschwert brauchen wir auch nicht. Und eine Blitzbombe. Die ist okay. Ist hier noch irgendwo ein Schalter versteckt gewesen? Nee. Heißt, die waren echt nur Deko, diese Fässer? Nee, da ist was. Noch ein Feuerelementar. Oh, und Pfeile. Ich glaube, wir brauchten für ein Secret Next auch einen Haufen Pfeile. Als Synonym für irgendwas mit der Jagd. Müssen wir mal gucken, ob wir die da benutzen können. Oder war das die Armbrust? Weiß ich gar nicht mehr. Broadhead Arrow, also Breitkopfpfeile. Das klingt gut. Und ein Secret. Na ja. Attack Power 24. Ist schon mal besser. Geschwindigkeiten ticken langsamer. Aber das passt schon. So, außerdem sieht die cool aus. So, noch irgendwo was? Nö, Level up. Alles auf Axt. Und nur ein verdammter Punkt fehlt. Und danach? Was kommt eigentlich danach? Wir könnten einen Punkt ins Spellcraft packen. Damit wir 10 mehr Energie bekommen. Wie viel Energie haben wir jetzt? Energie 102. Es wären mal eben 10% mehr Energie, also mehr Spezialattacken. Das wäre sogar einigermaßen sinnvoll. Oder wir können die 4 Punkte, die übrig bleiben, gleich in Armor packen, hätten dann 10 mehr Lebenspunkte. Wenn wir einen in Spellcraft packen, würde hier wieder einer fehlen. Aber wie viel machen 10 Lebenspunkte aus? Wir haben 200. Das sind mal eben 5% mehr Leben. Also 5% mehr Leben und ein Tickchen mehr aushalten oder 10% mehr Energie und eventuell ein Tick mehr austeilen. Ja, Entscheidung. Ich wäre dafür, wir leveln einfach noch 2-mal und machen beides. Aber das bin nur ich. So. Kannst du inzwischen Licht? Jupp. So, Schild in die Hand. Eventuell können wir gleich Mönche töten. Da will ich ein Schild in der Hand haben. Obwohl, die Mönche haben gar keine Nahkampfangriffe, oder? Schmeißen nur mit Zaubern. Lass dich über... war da gerade ein Dreher? Ah, stimmt. Einer der wenigen Dreher im Spiel. Davon hätten sie echt viel mehr reinpacken sollen. Dreher sind richtig schön subtil, vor allem wenn man ohne Karte spielt. Ich erinnere da mal an meinen Dungeon Master Let's Play. Das kann extrem frustrierend sein. So, was haben wir hier? Temple Grounds. Leute, die es unwiderrechtlich betreten, werden runtergejagt. Also, werden zu Tode gehetzt. Ihr wisst schon, was passiert, was gemeint ist. So, Fackel weg. Wir sollten vorher wahrscheinlich schlafen. Denn ich weiß nicht mehr, was genau da drin war. Also vor meinem geistigen Auge sehe ich einen langen Korridor. Einen langen, breiten Korridor mit Fallgruben. Und da kamen zum ersten Mal die Mönche. Also wenn die Tür gleich aufmache und einen breiten Korridor sehen, laufe ich schreiend weg. Das ist kein breiter Korridor. Du wurdest gewarnt. Ja, das wurde ich. Speichern. LP 0. Ist jetzt 37B, oder? Ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Also hier liegen schon mal Knochen rum. Oh. Das könnten die Dinos sein. Die müssten ja auch demnächst kommen. Ja, genau. Hallo. Ja, hallo. Komm schon. Schön ausweichen. Töten. Töten. Ach ja, sogar die Zunge ist blau. Hat noch irgendjemand gerade an die Raptoren aus Jurassic Park gedacht? Mit dem Feind von vorne, Feind von der Seite? Wurden gerade übelst in Ecke gedrängt. So, da kommt Nummer 1. Wo kommt Nummer 2? Also, entweder ist die KI da gut oder ich bin einfach nur zu dritt gewesen.
Oder das war einfach nur Zufall. Da ist Nummer 2. So, und gleich müssten wir sie wieder aussperren können. Ja, die haben es doch noch in sich. Als wir das letzte Mal hier waren, hatten wir hier einen Vierertrupp. Und unser Feuermagier konnte die fast one-hitten, weil er den Orb schon hatte. Obwohl, hatte er ihn schon? So oder so war er schon ziemlich stark. Wir müssen da jetzt ein bisschen vorsichtiger rangehen. Und Dinos rauslassen war wahrscheinlich nicht so die gute Idee. Zumal ich nicht weiß, wo ich jetzt hinlaufen. Ah, hier war der Dreher. So, jetzt kommt gleich noch eine Drehung, genau. Komm her. Und jetzt müsste eigentlich keine mehr kommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich... Ah, endlich. So, ein Drachensteak, okay. Wo ist dein Kumpel hin? Ich würde ganz gerne die Tür zumachen. Ah, Mist. Diese scheiß Biester. Okay, durchatmen. Wir haben da drin 2 von den Viechern. Die halten extrem viel aus und müssen nur 4-5 Mal zubeißen, um uns zu töten. Ich würde gerne die einzeln hier rauslocken, hinter den Tür zu machen. Das geht nur leider nicht. Also am besten gucke ich mir die Karte jetzt einfach mal an, damit ich nachher weiß, wenn ich rückwärts rumtorkel, dass ich weiß, wo ich lang muss. Also wir haben hier einen langen Korridor, dann haben wir hier irgendwo einen Dreher und hier nochmal einen. Also entweder hier und hier oder hier und hier. Aber das sieht man ganz gut an den Ketten an der Wand. Also, wir versuchen einen anzugreifen, laufen rückwärts hier lang, es gibt nur einen einzigen Weg. Dann laufen wir nicht da links rein, weil das ist eine Sackgasse, sondern wir laufen weiter rückwärts in die ungefähre Richtung, wo gerade wir lang gelaufen sind, bis wir hierher kommen. Und hier können wir den hoffentlich austricksen, dass wir die Tür hinter ihm zumachen können und so einen möglichen zweiten Verfolger abschütteln. Also gut, komm her, wir haben einen Plan. Was hat er wohl mitbekommen? Ah, da kommt er. So, oder wir töten ihn einfach auf dem Weg. Das wäre natürlich noch besser. So. Gleich kommt Dreher Nummer 1. Da ist er. Ja, da war er. Oh, und da funkelt was. Ein Goldschlüssel. Okay, und jetzt ganz schnell die Tür zu machen. Sehr schön. Mann, Mann, Mann. Und das alles nur für einen Dino. Ich glaube, die respawnten auch noch. Das könnte echt übel werden. Aber sei es drum. Wir haben schon mal einen Schlüssel, einen Dino tot. Und ich gewöhne mich langsam an die Umgebung, dass ich weiß, wo ich langlaufen muss. Ah, komm her. Also was die Angriffsgeschwindigkeit angeht, bin ich gar nicht so enttäuscht. Denn... Ah! Denn es dauert ja eh mal eine Weile, bis wir wieder angreifen können. Weil wir halt nach hinten wegtänzeln. Heißt, wenn wir auch irgendwann mal eine richtig langsame Waffe finden, werde ich die trotzdem benutzen. Gerade deswegen. So, nächster Dreher war da. Wieder Tür zu. Wieder schlafen. Ja, das wird eine anstrengende Ecke. Die Dinos sind quasi die Spinnen aus der 9. Etage. Also die Spinnen aus der 3. Etage als 9. Etagen-Version und so weiter. Speichern wir jetzt aber nochmal richtig ab. LP37B. Date 28. Das war vorhin. Nee, dann müssen wir 38 abspeichern. LP038. So, machen einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder und töten weiter fleißig Dinos. Also bis dann.